Hallo, hier ist der Profimetzger Ralf. Heute zeige ich, wie ich ein Schwein grob zerlege. Das Schwein besteht, da haben wir erstmal die Stelze, das Schlögel, Karree, Schopf, Kopf, Backen, Schulter und der Bauch. Und der Innenseite befindet sich die Flomme, der Filz in Österreich und die Niere. Als erstes schneide ich mal den Kopf weg. Ist er gerade weg? So, das war der Kopf. Dann kommt die Niere raus. Und jetzt da. Ja, ist schon recht ein kräftiger Filz. War schon recht gut gefüttert, das Schwein. Da stellen wir gleich weg. Und da ist das Schweinsfilet. Schon das Schweinsfilet geht von da bis daher. Das ist das Filet. So, wie schneide ich jetzt die Schulter aus? Dann nehme ich das Schwein da her. Ich schneide sie hängend raus. Was man achten muss, dass der Bauch ist von der Wertigkeit jetzt schon das teuerste vom Schwein. Das heißt, dass der Bauch schön lang sein muss und er sollte sehr eckig sein. Denkst, da ist die Schulter, da schneide ich gerade her. So. Jetzt nehme ich das Messer, da halte ich bei der Stelze und drücke ein bisschen aus der Hand. Schauen Sie. Schauen Sie über die Schulter. Ich schneide gleich den Guder und die Backe weg. So, das ist mal, das legen wir jetzt schön her. Das ist die Schulter. Jetzt schneiden wir den Bauch weg. Den Bauch, ich fange immer völlig schnell da rein. Das würde ich nicht, weil ich da spare mir ein bisschen was zum Zuputzen. Ich schneide da. Und da gehe. Und jetzt muss ich schauen, dass ich nicht so schräg komme, sondern dass da gerade runterkomme, so gerade. Und als Faustregel kann man sagen, dass die Breite vom Karree so in 4 Finger. Das heißt, ich muss da so runter. Aber dann schneide ich jetzt mit der Elektrosäge, Sie können auch mit der Handsäge schneiden, das ist ja das Gleiche. Schauen Sie, das ist da. Ich habe den Bauch wie gewachsen. Das will ich drüsen. Da schneiden wir weg. Das nehmen wir auch gleich weg. Das wird der Bauch wie gewachsen. Jetzt habe ich da den Schopf, kurze Karree, Schweinsfilet, Schweineschögel. Jetzt schneide ich den Schopf ab. Da schneide ich sonst da mal die Schulter, ich schneide da so und ein bisschen noch auf. Und da bricht sich. Das ist der Schweineschopf wie gewachsen. Jetzt beim Karree absetzen. Da schneide ich da. Schauen Sie, da. Sehen Sie das? Da ist eine Haut. Das dreht sich genau. Jetzt bis. Da ist das erste Glied, wo es nicht mehr. Da schneide ich nicht ein, ich schneide beim zweiten. Und dann mache ich noch noch der Kurven, das erste Glied. Da schneide ich jetzt, da drin ist es ab. Zack. Das ist Schweinskarree. Und da hätten wir jetzt den
Schweineschlügel. Die gewachsen. Jetzt so nochmal, dass ich die, da vorne haben wir die Schweineschulter, vordere Stelze, Schweinsfote oder Haxe, dann der Schweinebauch mit dem Brustspitz, Schweineschopf, Schweinskarree, Schweinsfilet und da haben wir den Schweinsschlügel. Aus dem Schweinsschlügel werde ich Ihnen zeigen, wie man ein Schinkenspeck macht, nach Westfederart, den Zuschnitt. Der Schweinskarree werde ich auslösen für Schnitzelschneiden, den Schopf werde ich auslösen für Schweinebraten. Ein Bauch werde ich Ihnen zeigen, einmal mit dem Rippenzieher und einmal mit der Klinge zum Rausziehen. Und die Schulter löse ich aus für Schweinebraten. Sollte das Video Ihnen gefallen haben, bitte Daumen nach oben. Kommentare sind erwünscht.